Seitliches Aufziehen eignet sich perfekt für kurze, breite Startplätze sowie für sehr starken Wind. Die Flugvorbereitung findet an einer windgeschützten Stelle statt. Das Strecken der Leinen erfolgt von der Schirmmitte aus. Der Pilot kontrolliert bereits richtig eingehängt, ob die A-Leinen frei und die Tragegurte unverdreht sind. Der Pilot nimmt den Schirm in der Rosette und trägt ihn zur Startstelle. Er platziert ihn am Windfensterrand. Der rechte Stabilo wird leeseitig ausgebreitet. Die Länge des ausgebreiteten Flügelteils richtet sich nach der Windstärke. Je schwächer der Wind oder je weiter weg vom Aufwindband, desto mehr Flügel muss ausgebreitet werden. Der Rest des Schirms bleibt zusammengelegt, Zelle auf Zelle, luftseitig liegen. Die gestreckte Eintrittskante des rechten Flügelteils liegt parallel zum Wind. Der linke Stabilo zeigt zum Piloten und kann bei sehr viel Wind mit Sand oder Ähnlichem beschwert werden. Die Eintrittskante des linken Flügelteils zeigt in Windrichtung. Der Pilot strafft 90 Grad zur Windrichtung die Leinen. Der rechte obere Tragegurt läuft frei zur ausgelegten rechten Flügelhälfte. Die rechte Hand greift den rechten Steuergriff. Die linke Hand greift den linken Steuergriff und die rechte äußerste A-Leine. Der Pilot stand zum Aufnehmen der Bremsen und A-Leine seitlich zur Windrichtung. Zum Aufziehen geht der Pilot 1 bis 2 Schritte in Luftrichtung gegen den Wind. Der Pilot geht einen Schritt in Luftrichtung. Über einen Impuls aus der Hüfte sowie Ziehen der äußersten A-Leine wird der ausgelegte Flügelteil aufgezogen. Sobald dieser vom Gegenwind umströmt wird und leichten Zug entwickelt, dreht die Hüfte frontal gegen den Wind. Die A-Leine wird gelöst. Die rechte Steuerleine unterstützt mit Lösen und Nachziehen das Hochsteigen. Der Pilot kontrolliert aktiv den Anstellwinkel. Schräg nach vorne bewegen in Windrichtung richtet den Schirm auf. Erst wenn die Kappe in Startrichtung ausgerichtet und der Luftraum frei ist, wird die Startentscheidung gefällt.